Eine schwangere Frau versetzt Hebamme Vivian und Schwester Stefanie auf der Gynäkologie in Alarmbereitschaft. Hörst du das? Schreit da eine? Oh, hallo? Oh, komm mal schnell. Hallo? Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ja, bleiben Sie ganz ruhig. Ist gut, ruhig. Hi, ist die Hebamme. Ich bin die Ula. Danke. Die ich bin bei dir. Die Hebamme, ich bin die Steffi. Hallo. Alles gut. Ganz ruhig atmen, ganz ruhig atmen. Sie, mal Stuhl. Ja. Sie hat mich eben angerufen, die haben jetzt vor einer Stunde eingesetzt, glaube ich. Ja. Und sie hat Schmerzen. Ja. Und der Vater ist noch nicht da, wann willst du denn kommen? Wir gucken erstmal Ruhe, okay? Mhm. Pass auf, du kriegst jetzt mal so, einen Namen. Sekunde. Elli. Elli. So, guck mal, setz Elli weg. 23, sie. Komm mal, ja. Das erste so. Kind. Wir gucken erstmal Ruhe. So, kannst du die Beine reinlegen? Soll ich Ihnen helfen? Das schaffst du, machen das schon. Das schaffst du schon. Okay, das andere Bein. Du machst das ganz toll. Umklappen. Kommen Sie einfach mit, wir fahren mal in den Kreis rein, ne, Elli? Ist okay, okay für dich, ne? Tino wird bestimmt bald kommen. Ich rufe ihn gleich an. Ja. Na, ganz ruhig bleiben. Alles ja? Gut. Schön ruhig atmen fürs Baby, ne? Ja, sonst ist das Kind ist noch nicht da. Wir hoffen, dass er noch kommt. Dann komme ich einfach mit. Ja, und alles gut. Gleich noch mal anrufen. Alles gut. Einmal tief, schaffst, das einmal ausatmen. Ganz toll. Du musst alle einmal ganz ruhig bleiben. Elli, Elli. Alles ist gut. Mhm. Okay? Wir schaffen das. Dein Freund, der schafft das auch rechtzeitig. Wir gucken jetzt. Gleich noch mal anrufen. Wir gucken jetzt ganz in Ruhe im Kreißsaal, okay? Ja, wie weit der Muttermund ist und wie doll die Wehen schon da sind. Genau. Ja? Und ich bin okay. Bei dir. Was so. Zu haben. Schön ruhig atmen. Genau. So. Der ausgezählte Geburtstermin der Patientin ist eigentlich erst in 4 Tagen. Doch nun scheint alles schneller zu gehen. Die Schwangere wird zusammen mit ihrer Mutter zügig in den Kreißsaal gebracht. Dort wird Ärztin Christine Klaassen per Ultraschall schauen, ob das Kind für die Geburt schon bereit liegt. Da sieht man schon das Köpfchen, das liegt gut im Becken, das ist schon Richtung Ausgang. Das müsste eine ganz glatte und schöne Geburt werden. Ja, wie lange dauert es denn noch? Der Vater des Kindes ist noch nicht da. Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da, der Muttermund ist gerade erst mal 7 cm geöffnet. Haben wir noch Zeit. Da haben Sie noch ein bisschen Zeit. Aber was wichtig ist, Sie sehen, dass das Kind in einer sehr guten Position liegt. Und eigentlich bereit für die Geburt. Wunderbar. Ja, Frau Becker, dann... Ich schau mal, ob er sich gemeldet hat, okay? Bitte. Ja, der wollte unbedingt dabei sein. Der wollte unbedingt dabei sein, so, das machen wir das jetzt sauber. Ach, das schaffen Sie noch. Also, keine wir haben noch... Nachricht. Ellis größtes Problem war, dass der Papa es nicht rechtzeitig zur Entbindung schafft. Sie hätten sich das so sehr gewünscht, die Schwangerschaft war geplant und wollten sie es abrunden mit der Geburt zusammen. 4 Tage vor der Zeit, na ja, da ist er noch in der Arbeit fest gewesen. Und Vivian, ist es alles soweit gut? Ist das Kind atmet gut? Ist es alles in Ordnung? Liegt in einer guten Position? Und ich wünsche euch allen drei Glück, ne? Bis alles später. Klar, danke. Elli, super machst du das. Brauchst du was zu trinken? Schön ruhig in den Bauch reinatmen, ne? Wenn die Wehen kommen, ganz viel Luft zum Baby, sehr schön. Ja. Es kommt eigentlich zu früh, eigentlich erst in 4 Tagen. Ja, das ist aber in Ordnung. Ja. Das ist okay. Ja, super. Wo bleibt der denn? Ja, der wird bestimmt gleich kommen. Ja, ich hoffe. Entspann dich. Das ist auch besser fürs Kind, denke ich. Genau, der wird du schon schaffen. Ganz toll. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Du musst dich jetzt schön auf die Atmung konzentrieren, okay? Mhm. Möchtest du dich wie anders hinlegen? Ja? Ist vielleicht besser, ne? Ja. Kann ich Ihnen helfen? Alles gut. Bislang deutet alles auf eine normale Geburt hin. Niemand ahnt, dass die Entbindung noch einen dramatischen Verlauf nehmen wird. Mittlerweile treten die Wehen in immer kürzeren Abständen auf und werden heftiger. Hebamme Vivian hilft der jungen Frau, die Ruhe zu bewahren und nicht zu verkrampfen. Ah, es duckt schon ein bisschen so, ne? Ja? Wird schon ein bisschen mehr, ne? Das ist alles gut, alles gut. Dann versuch mal, Licht zu drücken, weiter zu atmen. Ich untersuche mal eben, ja? Ja. Ob das schon weitergegangen ist? Der Muttermund ist in der Schwangerschaft fest verschlossen, der innere wie der äußere Muttermund. Das schützt vor Eindringen der Keime. Während der Eröffnungsphase sozusagen durch die Wehen wird er sich weiten. Und dann werden durch den Druck, zum Beispiel das Köpfchen oder das Steiß oder der Fruchtblase, wird mitgeholfen, dass es eben weiter vorangeht. Ganz locker lassen, ganz locker lassen. Okay. Und locker lassen, schön locker lassen. Wieder fürs Baby atmen. Ach super, Muttermund ist schon 8 cm. Sehr schön, super. Du hast bald geschafft. Okay. Und der kommt bestimmt bald. Nicht drücken. Noch nicht drücken, wenn du zu früh drückst, drückst du den Muttermund mit kaputt. Ja. Das ist gefährlich, ja? Okay, also versuch zu veratmen, die Wehe so schön wie eben. Das wird Tino sein, oder? Ja, mal den Papa. Ach, wunderbar. Siehste. Das ist ja schön. Mensch, da bist du. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Hi. Nein. Endlich. Bitte schön. Geh du am besten zu ihr. Den Umständen entsprechend, ne? Ja. Ja, aber es läuft alles gut bisher. Ja? 8 cm ist der Muttermund. Hallo. Ich bin Vivian, die Hebamme, ne?
Ja, zieh noch. Sieht alles gut aus. Als der werdende Vater dann rechtzeitig in den Kreißsaal kam, war ich natürlich auch froh, weil Ellie sich das so sehr gewünscht hat. Und das wirkt sich immer positiv auf die Geburt aus. Sie fühlt sich in Sicherheit, sie brauchte ihn. Das war ein schöner Moment, dass er es doch noch geschafft hat. Okay. Ellie, du musst jetzt mal schön in den Bauch reinatmen. Die Herztöne vom Baby sind jetzt ein bisschen langsam. Atmen mal ganz tief in den Bauch rein. Was ist denn passiert jetzt? Schön in den Bauch rein atmen, erzähle ich gleich. Schön atmen, ganz wichtig. Ja, kommen Sie bitte in den Kreißsaal. Die Herztöne sind langsam. Danke. Kannst du sagen, was los ist? Die Herztöne sind jetzt ein bisschen langsam. Das kann jetzt aber daran liegen, weil das Baby schon sehr doll nach unten drückt, aber der Muttermund noch nicht ganz weg ist. Okay? Deswegen musst du jetzt ganz tief in den Bauch reinatmen. Gründe für den Herztönenabfall zum Ende der Eröffnungsphase, also in der Austreibungsphase, können auch mal sein, dass die Nabelschnur um den Hals gewechselt ist. Das ist relativ gut zu lösen mit Atemübungen oder eben halt, wenn man die Geburt beenden kann, auf normalem Wege, dann in kürzester Zeit. Ärztin Christine Klaassen wurde informiert und kommt umgehend in den Kreißsaal. Sollten sich die schwächer werdenden Herztöne des Kindes nicht stabilisieren, könnte ein Notkaiserschnitt erforderlich sein. Kurz darauf kann die Medizinerin zunächst Entwarnung geben. Die haben sich verbessert, die Herztöne. Sehr gut. Und jetzt kann sie richtig gut pressen. Ja, ich guck mal eben. Jetzt richtig gut. Ich will mal eben schauen. Warte doch mal kurz. Super, Kräfte sammeln. Sehr schön machst du das, super. Klasse. Das Baby kann jetzt auch jede Menge Sauerstoff gebrauchen. Endspurt, ja? Schön. Okay. Super. Das ist toll, du machst das ganz super. Okay. Also. So. Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt, wie du presst am besten. Du kannst die Maske ein bisschen wegnehmen, ist ja jetzt wieder gut, genau. Guck mal, Ellie, du holst ganz tief Luft, ja? So. Machst Mund und Augen zu, nimmst den Kopf auf die Brust und drückst wie ein Weltmeister nach unten, als hättest du ganz hart gespürt. Okay, super, sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Super. Prima, ganz toll. Sie können hier den Kopf ein bisschen halten. Super. Wir hatten das große Glück, dass sich doch noch eine natürliche Geburt einstellte, weil sich die Herztöne des Kindes wieder stabilisiert haben und der Muttermund sich auf 10 cm erweitert hat und so eine natürliche Geburt vonstatten gehen konnte. Jetzt kommt schon wieder die nächste Wehe. Okay, dann hol wieder viel Luft. Lange. Super, das sieht gut aus. Kätzchen kommt. Super. Okay, einmal nochmal für die Nase drücken. So toll. Super gemacht, sehr schön. Okay, kannst auspusten. Super, Köpfchen haben wir schon mal da. So, jetzt wollen wir den Rest noch kriegen. Jetzt musst du noch mal mithelfen für die dicken Schultern, okay? Okay, dann hol noch mal Luft. Und jetzt drück noch mal feste. Super, kommt schon. Jawohl, jetzt tut's weh. Ja, ich weiß, jetzt tut's ganz doll weh. Okay, hast es gleich geschafft. Super, auspusten. Okay, es ist da, du hast es geschafft. Ja, geschafft. Oh, und ganz schön schwer. Die Motte, ja. Mädchen ist es. Wow. Mein Baby. Hältst du sie fest? Ich hol mal ein Tuch. Ja. Super. Jawohl. Ja, schön zu decken. So. Möchtest du die Nabelschnur durchschneiden? Ja, halt doch mal rum. Das kleine Mädchen scheint die Geburt gut überstanden zu haben. Der erste Gesundheitscheck verläuft positiv. Doch bei der jungen Mutter gibt es derweil Anlass zur Sorge. Also super Werte, das machen wir ja mit Augen. Ne? Wir gucken, wie sieht's aus, Haut, super rosig. Also wir haben hier eine vermehrte Blutung. Vivian, wir müssen uns darauf vorbereiten. Die Patientin blutet vermehrt. Ich komme. Anästhesie, bitte. Alles okay bei dir? Ja. Nachdem das Kind geboren wurde und wir uns alle sehr gefreut haben, dass wir dann doch noch eine sehr gute natürliche Geburt hatten, ging es auf einmal der Mutter sehr schlecht und sie begann sich einzutrüben. Sie hatte eine massive Blutung und sie bekam Atemprobleme. Schön ruhig atmen. Was ist mit der Blutung? Mit der Blutung, die ist ganz massiv. Sie ist aber ganz schlapp hier. Anästhesie anrufen, bitte. Notfall. Schatz, bleib wach. Ellie! Nee, sie ist nicht mehr wach, sie ist kollabiert. Ja. Was passiert mit meiner Tochter? Ja, hier ist ein Notfall im Kreißsaal. Bitte, Team. Um das Baby, das ist jetzt ganz wichtig. Das ist wunderschön, aber meine Tochter. Die Anästhesie habe ich sofort hinzugezogen, weil ich den Verdacht hatte einer Embolie.
Und zwar speziell einer Fruchtwasserembolie. Und das ist ein sehr lebensbedrohender Zustand. Anästhesistin Isabella Fürstenstein und Schwester Mira müssen sofort eingreifen. Bei einer Fruchtwasserembolie kann es zu akutem Sauerstoffmangel und unkontrollierten Blutungen kommen. Das Notfallteam versucht, einen Atemstillstand der Patientin zu verhindern. Okay, Sättigung sinkt, wir müssen jetzt schnell handeln. Einmal bitte schnell die Medikamente geben. Einmal 100, 500 und 50 bitte. Soll ich EV geben? Ja, bitte. Willst du nach der Blutung gucken? Hier, das wird nicht besser. Ja. Ich guck noch mal, hol dir mal den Wagen. Holen wir mal den Blutsink weiter. Wir können mit der Blutung, ja, wir Blutung gucken weiter. Blutung wollen wir einmal Spanixonsäure geben? Ja, ja, unbedingt. Das geben wir dann auch gleich noch. Die Gynäkologin und ich als Hebamme unterstützen dann in solchen Fällen, wo die Reanimation dann auch notwendig ist, insofern, dass wir uns um Blutungen, also um die Nachgeburtsperiode kümmern. Blutet die Patientin mehr, müssen wir alles daran tun, die Blutung zu stoppen. Sie hat einen Riss im Muttermund. Ja, okay. Wir müssen sofort nähen. Okay. Machst du das Material zurecht und kannst das Spekulum halten? Ja. Okay, hier. Leg das mal drauf. Halte mal das Spekulum hinter. Mach ihm das Licht an, dann kannst du besser sehen. Ist da bitte noch mal den Blutdruck? Mhm. Schnell für dich. So. Also ich fange an. Ja, mach weiter. Ja. Kannst du mir noch mal das Spekulum noch mithalten? Ja. Tranexamsäure hast du gegeben? Mira? Ja, habe ich, okay. Gespürt. Aber wir haben halt den Riss, ne? Den Riss, habt ihr den Riss haben wir jetzt gesehen im Muttermund. Okay. Wie geht's ihr denn so? Das ist jetzt so auf dem Weg der Besserung. Also sie stabilisiert sich so langsam. Ja. Sortierung ist zwar noch nicht so ganz so, aber das kommt gleich. Wir haben sie jetzt Atemweg stabilisiert. Wir sind im Krankenhaus ein ganz großes Team. Wir arbeiten sehr eng Hand in Hand. Und es gibt immer Notfallsituationen, die man vorher nicht abklären kann. Drum gibt es immer eine Bereitschaft, eine Notambulanz, die in jeglichem Fall immer sofort zur Stelle ist. Die Anästhesistin hat die Atemprobleme in den Griff bekommen. Auch der Riss im Muttermund konnte vernäht werden. Noch ist die 23-Jährige aber nicht außer Gefahr. Gibst du mir die Blutverlust war erhebt? Ja, klasse. Wie viel dieser Blut hat sie ungefähr verloren? Ich nehme an, es ist doch über die Maßen. Also es scheint aufgrund des Sauerstoffmangels ein Gerinnungsproblem zu sein. Ich kann auch umkommen. Wir lassen gleich mal die Gerinnungswerte mitmachen. Okay, mach das. Eine Fruchtwasserembolie ist ein sehr ernstzunehmender Zwischenfall nach einer Geburt. Und die Patientin kann bleibende Schäden, wie zum Beispiel Hirnschäden, davontragen oder sie kann sogar bis zum Tode führen. Die Patientin wird per CT untersucht und danach auf der Intensivstation überwacht. Am nächsten Tag liegt sie wieder auf der Geburtsstation. Ärztin Christine Klaassen weiß inzwischen, was zu den Komplikationen geführt hat. Wie konnte denn das kommen, dass da so eine Blutung entstanden ist? Also sie hatte einen Riss im Muttermund und durch diesen Riss ist Fruchtwasser in den Blutkreislauf gekommen und ist bis in die Lunge gegangen. Und da ist das Gerinnungssystem außer Kontrolle geraten und es konnte einfach kein Blut mehr stillen. Und deswegen waren die massive Blutung. Und wir haben im CT feststellen können, dass es Gott sei Dank eine kleine Embolie war. Und wir haben nochmal einen Kontroll-CT gemacht, wie Sie ja wissen. Und da ist es jetzt wirklich alles weg. Die Blutwerte sind auch im Normbereich. Das heißt, hat sie noch Glück gehabt. Ja, Gott sei Dank. Ne? Auch die Werte für die Embolie, also Detemere, die sind auch im Normbereich. Also da haben sie wirklich viel Glück gehabt. Gut. Müssen sich noch etwas schonen. Mhm. Und wenn was ist, dann melden Sie sich. Ne? Wir wissen ja, wo die Klingel und ist. Und wann darf sie nach Hause jetzt heute? Nein, sie bleiben mal noch ungefähr eine Woche. Wir machen dann noch mal zum Abschluss Kontrollwerte. Und solange bleiben sie noch ein bisschen in unserer Obhut. Nachdem wir dem Patienten mitteilen konnten, dass soweit eigentlich alles ganz gut ist, die Embolie abgebaut ist, haben wir ihr doch empfohlen, regelmäßig in Kontrolle zu bleiben. Sie muss auch noch mindestens eine Woche bei uns stationär bleiben. Und sie muss weiter gynäkologisch und internistisch betreut werden. Bei uns ist ja auch schön, oder? Ja, wunderschön. Okay, danke schön. Ja? Okay. Also dann alles Gute. Alles Gute für Sie. Und wenn was ist, melden Sie sich, ja? Machen wir. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Die junge Mutter hat sich von der Fruchtwasserembolie bei der Geburt schnell erholt. Nach einer Woche durfte sie zusammen mit ihrer kleinen Tochter die Klinik verlassen. Folgeschäden konnten bei den späteren Kontrolluntersuchungen ausgeschlossen werden.